Vor 150 Jahren entstand die Pariser Kommune. Sie bestand vom 18. März bis zum 28. Mai 1871. Wie kam es dazu? Welche Rolle spielten die Frauen dabei? Kurz zu den Hintergründen. Frankreich in den 70er Jahren des 19. Jahrhunderts. Nach den Revolutionen von 1830 und 1848 befindet sich das Kaiserreich in einer tiefen politischen und ökonomischen Krise. Es ist eine Zeit, in der Ausbeutung, soziales Elend und Armut herrschen. Und davon besonders betroffen die Frauen. Die Arbeits- und Lebensbedingungen in der zweiten Hälfte des 19. Jahrhunderts sind hart. 33% aller erwerbstätigen Frauen sind Frauen. Sie arbeiten oft 13 Stunden täglich, verdienen aber nur die Hälfte des Lohnes, den Männer erhalten. Heimarbeit ist weit verbreitet. Um zu überleben, müssen viele Arbeiterinnen sich prostituieren. Man nennt es das vierte Fünftel des Tages. Hinzu kommen die katastrophalen Wohnbedingungen. Viele Männer sind Alkoholiker, werden gewalttätig. Dazu die Kommunardin Louise Michel. Sklave ist der Proletarier. Sklave aller Sklaven ist die Frau des Proletariers. Frauenfeindlichkeit, Sexismus sind im alltäglichen Leben weit verbreitet und gesellschaftlich akzeptiert. Mit den antifeministischen Schriften des Anarchisten Pierre-Joseph Proudhon erfährt der Streit um die Rechte der Frau einen neuen Höhepunkt. Nach Proudhon gibt es nur zwei Alternativen für die Frau: Hausfrau oder Kurtisane. Er erklärt, lieber die Frau hinter Schloss und Riegel als emanzipiert. Hatte die Emanzipationsfrage in den frühsozialistischen feministischen Bewegungen der 30er Jahre eine große Bedeutung gehabt, so spielt sie in der ersten Internationale, dem Zusammenschluss von europäischen Arbeitervereinen, kaum eine Rolle. Frauen sind zwar nicht ausgeschlossen. Ladies are admitted, schreibt Marx 1865. Sie sind in der Minderheit. Sie werden aber eine hervorragende Rolle während der Pariser Kommune einnehmen. Einerseits gibt es also eine schwierige innenpolitische Situation, andererseits spitzt sich die außenpolitische Situation zu. Napoleon III. Fühlt sich durch das Erstarken des preußischen Staates bedroht und erklärt ihm den Krieg im Juli 1870. Straßburg wird kurz danach von den preußischen Truppen belagert. Nach der Kapitulation von Sedan im September 1870 und dem Sturz des Kaiserreichs entsteht die Dritte Republik. Ab Mitte September wird auch Paris von den preußischen Truppen belagert, ergibt sich aber nicht. Die Lage ist dramatisch. Paris friert, Paris hat Hunger. In den Stadtteilen organisiert die Einwohnerschaft ihren Schutz und ihre Versorgung selbst in sogenannten Wachsamkeitskomitees. In der Mehrheit sind es Frauen. Die Lehrerin Louise Michel zum Beispiel beherbergt Hunderte von Kindern in ihrer Schule und organisiert eine Suppenküche für ihre Schülerinnen. Frauen demonstrieren, wollen Paris verteidigen. Ende Januar 1871 wird ein Waffenstillstand mit dem neu gegründeten Deutschen Reich vereinbart. Ein Vorfriedensvertrag dann im Februar. Eine enorme Schuldenlast wird dem Land auferlegt. Frankreich muss Teile des Elsass und Lothringens abtreten und Paris soll seine Waffen abliefern. Während des Deutsch-Französischen Krieges hatte die Pariser Nationalgarde ihre Waffen behalten. Als am 18. März 1871 die reaktionäre Versailler Regierung von Thiers 6000 Soldaten auf den Montmartre sendet, um die Kanonen der Nationalgarde zu holen, schlagen Frauen Alarm und treten den Regierungssoldaten entgegen. Sie verhindern, dass diese schießen und zwingen sie zum fluchtartigen Rückzug aus Paris nach Versailles.
Ein revolutionärer Stadtrat wird errichtet, Wahlen organisiert, die erste Arbeiterregierung der Welt entsteht. Vielen Revolutionären schwebt eine sozialistische, eine autonome Kommune vor, mit der Intervention der Bürger in die kommunalen Angelegenheiten. Die Führung des Staatsapparates soll in die Hände des Volkes übergehen. Land und Boden in Kollektiveigentum überführt werden. Die Pariser Kommune wird 72 Tage bestehen, bis zu deren Niederschlagung in der Blutwoche Ende Mai. Die Zeit der Kirchen, wie sie nach einem bekannten Liebeslied symbolisch genannt wird, eine kurze Zeit für das sozialistische Experiment. Das Besondere dabei ist die massive Einmischung der Frauen. Die internationale feministische Sozialistin Clara Zetkin schreibt in ihrer Geschichte der proletarischen Frauenbewegung, Zitat, zum ersten Mal riss in einem Lande das Proletariat mit kühnem Sinn und starker Faust die Staatsmacht an sich. Dem gewaltigen Ereignis fehlte nicht der typische Wesenszug jeder elementaren Revolution, die Beteiligung breiter Frauenmassen. Nach der erfolgreichen Aktion gegen die Versailler Regierungssoldaten bilden sich revolutionäre Frauenkomitees in allen Pariser Arrondissements. Frauen debattieren. Zu den Versammlungen kommen bis zu 3000 Frauen. Sie organisieren selbst verwaltete Werkstätten, übernehmen die Neugestaltung des Erziehungswesens. Am 8. April wendet sich die kurz zuvor gegründete Frauenunion zur Verteidigung von Paris und zur Pflege der Verwundeten in einem Appell an die Bürgerinnen von Paris. Paris ist abgeriegelt. Paris wird bombardiert. Bürgerinnen von Paris, ihr Enkelinnen der Frauen der großen Revolution, die im Namen des Volkes und der Gerechtigkeit nach Versailles marschierten. Die Stunde ist gekommen. Schluss mit der alten Welt. Wir wollen frei sein. Vorwärts zu den Toren von Paris. Auf die Barrikaden. Die Frauen stehen auf den Barrikaden, kämpfen mit der Waffe in der Hand, versorgen die Kommunarden und pflegen die Verwundeten. Mitte Mai wird ein Frauenbataillon gegründet. Im Amtsblatt der Kommune heißt es, ein großartiges Beispiel. Bürgerinnen, heldenhafte Frauen haben Waffen beantragt, um, wie wir alle, die Kommune zu verteidigen. Kommandiert wird das Frauenbataillon von Louise Michel. Ihre Truppe wird besonders gelobt. Diese hatte viele Stunden lang unter feindlichem Feuer der Versailler Regierungstruppen ihre Barrikade verteidigt. Ob auf dem Place Blanche oder auf dem Place Pigalle, ob auf der Chaussée de Clignancourt oder der Rue de Lille, es sind tausende Frauen, die sich an den Barrikaden kämpfen, beteiligen. Louise Michel schreibt in ihren Memoiren, die Frauen fragten nicht danach, ob eine Sache möglich war, sondern ob sie nützlich war. Und dann gelang es uns, sie durchzuführen. Die Errungenschaften der Pariser Kommune sind beachtlich, auch für die Frauen. In der kurzen Zeit wurden rund 250 Dekrete verkündet, darunter zur Trennung von Staat und Kirche, zur Staatsbürgerschaft für Ausländer und Ausländerinnen und zur Festsetzung eines Gehalts für Ratsmitglieder, das etwa dem Lohn eines Facharbeiters entsprach. Dekrete zur Verteilung leerstehender Wohnungen an Obdachlose, zur Übernahme von verlassenen Werkstätten durch Genossenschaften, zum rückwirkenden Erlass von fälligen Mieten und zur Rückgabe von verpfändeten Gegenständen wie Möbel, Wäsche oder Arbeitswerkzeuge. Dekrete zum Verbot der Nachtarbeit für einzelne Berufsgruppen, zur Einführung des 10-Stunden-Arbeitstags und zum Recht auf Arbeit auch für Frauen. Unter den wichtigen beschlossenen Frauenrechten sind zu nennen die kostenlose laizistische Pflichtschule für Junge und Mädchen und die Zulassung zum Studium, die Lohngleichheit für Lehrerinnen und Lehrer und die Einrichtung von Kinderkrippen. Die Ehe
Als religiöse Institution wird abgeschafft. Ehe und Lebensgemeinschaft werden rechtlich gleichgestellt, ebenso eheliche wie außereheliche Kinder. Im politischen Bereich wird eine kommunale Basisdemokratie eingeführt. Frauen sind in allen Kommissionen aktiv. Allerdings bleibt der Rat der Kommune ein Rat der Männer. Unter den 90 Mitgliedern keine einzige Frau. Das ging wohl einigen Kommunalen zu weit, wie die überlieferte Bemerkung eines Genossen zeigt. In die Küche, ihr Frauen, kümmert euch um den Kochtopf. Ende Mai wird die Pariser Kommune niedergeschlagen. Die Repression während der Blutwoche ist furchtbar. 30.000 Menschen werden brutal ermordet. Mehr als 1.000 Frauen werden vor Kriegsgerichte gestellt und zu Gefängnis, Zwangsarbeit und Deportation verurteilt. Wer sind die Kommunardinnen, die als namenlose Furien diffamiert wurden, als Petroleusen, die Öl in die Keller gießen und alles in Brand setzen? Worüber ein Journalist der Londoner Times schrieb: Wenn die französische Nation nur aus Frauen bestünde, was wäre das für eine schreckliche Nation? Es sind in erster Linie Arbeiterinnen, Wäscherinnen, Näherinnen, Handwerkerinnen. Unter den Organisatorinnen auch Lehrerinnen, Journalistinnen, Schriftstellerinnen. Bemerkenswert dabei ist der hohe Anteil an Ausländerinnen, etwa 12%, vor allem Polinnen, Russinnen und Belgierinnen. Stellvertretend für die vielen Frauen stelle ich kurz 5 Kommunardinnen vor. Die bekannteste ist die Lehrerin, Schriftstellerin und Barrikadenkämpferin Louise Michel. Sie gilt auch als die Verkörperung der Kommune. Der großzügigen und leidenschaftlichen Revolutionärin widmeten Dichter wie Victor Hugo, Verlaine, Verse. Maler wie Jules Girardet, Félix Vallotton und Théophile Steinlen Bilder und Liedermacher Chansons. Louise Michel wird 1830 als außereheliches Kind eines Dienstmädchens und eines Schlossherren im Grenzland der Champagne und Lothringen geboren und von den Herrschaften de Mailly großgezogen. Sie bekommt eine solide Ausbildung. Sie liebt die Natur, sie lacht und scherzt gern. Der Versuch, sie mit 12 oder 13 Jahren auf die Heirat hin zu orientieren, scheitert. 2 ältere Bewerber werden ihr vorgestellt und sie empört sich. Es gibt arme Kinder, die man gezwungen hätte, eines dieser alten Krokodile zu heiraten. Louise Michel wird Lehrerin. Aus Neigung und besonderer Eignung. Sie führt moderne Unterrichtsmethoden für Kinder ein, leitet während der Kommune einen Club der Revolution und das Komitee der Bürgerinnen von Montmartre. Sie organisiert auch Frauendemonstrationen. Auf den Barrikaden kümmert sie sich um die Verpflegung, verbindet die Verwundeten und kämpft als Soldatin. Nach der Mai-Blutwoche wird Louise Michel angeklagt, wegen Aufwiegelung des Pöbels, wegen Anstiftung zum Mord. Ihr wird vorgeworfen, sie habe die Kinder verdorben, sie habe den Sturz der Regierung geplant, eine Uniform getragen und von Waffen Gebrauch gemacht. Vor den berüchtigten Kriegsgerichten verteidigt Louise Michel die Sache der Kommune. Zitat: Ich fordere die Regierung aller durch alle, vertreten durch die Kommune. Ich will mich nicht verteidigen, ich will nicht verteidigt werden. Ich gehöre ganz der sozialen Revolution und ich erkläre mich verantwortlich für alle meine Taten. Es ist mir eine Ehre, eine der Anstifterinnen der Kommune zu sein. Und da es so aussieht, dass jedes Herz, das für die Freiheit schlägt, nur Recht auf ein Stück Blei hat, verlange ich meinen Teil. Das Urteil lautet lebenslängliche Haft. Louise Michel wird für 10 Jahre in die französische Kolonie Neukaledonien verbannt, eine Südseeinsel, 1400 Kilometer im Osten Australiens. Dort macht sie Studien zu Pflanzen und Tieren, die sie auch zeichnet. Sie lernt die Sprache der polynesischen Einwohner, schreibt auch deren Legenden auf
und arbeitet an einem kanakischen Wörterbuch. Sie steht auf der Seite des aufständigen Kanaken gegen die französische Kolonialmacht. Nach der Amnestie kehrt sie nach Frankreich zurück und mischt sich wieder in die Politik ein. Sie nennt sich inzwischen Anarchistin, bleibt aber den theoretischen Auseinandersetzungen fern. Ihr Anarchismus ist gefühlsmäßig begründet, drückt sich vor allem in der Ablehnung jeglicher Regierungsform und gegenüber jeder Form von Herrschaft und Macht aus. Sie engagiert sich in der Frauenbewegung, unterstützt Streikende, Arbeiter, spricht auf Versammlungen, ganz in Schwarz gekleidet, mit einer roten Blume am Hut. Sie werden mehrmals verhaftet, einmal sogar angeschossen, lebt zeitweilig im Londoner Exil und reist zu Vorträgen. Und sie schreibt Romane, Gedichte, Kinderbücher, ihre Memoiren. Nachträglich setzt sie sich auch kritisch mit der Kommune in ihrem gleichnamigen Buch auseinander. Zitat: Die Kommune hätte triumphiert, wenn sie es gewagt hätte, sich der Schätze, die allen gehörten, zu benieden, um sie für die Allgemeinheit einzusetzen. Die meint auch die Bank. An anderer Stelle kritisiert sie, dass die Kommunarden mit den sanften Herzen nicht nach Versailles marschiert sind, wo die reaktionäre Thiers-Regierung nach ihrer Flucht aus Paris ihren Sitz hatte. Bis zu ihrem Tod setzt sie sich unermüdlich für die Unterdrückten ein und kämpft für die Revolution. Auf ihrer Beerdigung am 22. Januar 1905 in Levallois-Perret, das ist nordwestlich von Paris, erweisen ihr mehr als 100.000 Trauernde die letzte Ehre. Am selben Tag in St. Petersburg demonstrieren zehntausende Arbeiter und Arbeiterinnen zum Zarenpalast, um menschenwürdige Arbeits- und Lebensbedingungen einzufordern. Hunderte von ihnen werden auf Befehl des Zaren erschossen. Die vielleicht zweitbekannteste Kommunardin ist Elisabeth Dmitrijew, 1841 geboren, geborene Elisaveta Lukinitscha Kutscheleva, eine Russin. Die außereheliche Tochter einer Krankenschwester und eines adeligen Großgrundbesitzers genießt auch eine gute Erziehung. Im Nachbarhaus lebt der berühmte Schriftsteller und Autor von Was tun, Nikolai Tschernyschewski. Ihr Musiklehrer ist Modest Mussorgski, ein entfernter Cousin, und sie lernt Sprachen Deutsch, Französisch, Englisch, natürlich Russisch. Mit 16 Jahren begeistert sie sich für Marx, den sie den modernen Moses nennt. Mit 17 geht sie eine Scheinehe mit einem älteren Oberst ein und sie reist nach Genf, nimmt dort Kontakt mit den exilierten russischen Revolutionären auf. Darunter Anna Korvin-Krukowskaja und Nikolai Utin, mit dem sie auch eine russische Sektion der Internationalen Arbeiterassoziation gründet. Sie reist auch zu deren Sitz nach London, wo sie Vertraute von Marx-Töchtern wird. Während ihres dreimonatigen Aufenthalts besucht sie des Öfteren Marx, der Mitglied des Generalrats der Internationale ist, und sie führt Gespräche mit ihm, unter anderem über die Lage in Russland. Der Generalrat schickt The Russian Lady als Korrespondentin der Kommune nach Paris. Über ihre Korrespondenz ist leider sehr wenig bekannt. Nur, dass sie im April 1871 die übrigen Generalratsmitglieder in London kritisiert, Zitat, die dort in Untätigkeit bleiben, während Paris an der Schwelle der Zerstörung steht. Elisabeth Dmitrijew ist eine radikale Ideologin der Kommune, aber vor allem eine Aktivistin und eine Organisatorin. Es gelingt ihr, in kürzester Zeit viele Frauen zu mobilisieren. Sie ist Mitgründerin und Führerin in der Frauenunion zur Verteidigung von Paris, mitzuständig für die Neuorganisation der Arbeit. Es heißt, da die Frauenarbeit am meisten ausgebeutet wird, ist deren sofortige Neugestaltung dringend. Dmitrijew
will neue Produktionsformen initiieren, gewerkschaftliche Berufsverbände gründen, die Konkurrenz zwischen Frauen und Männern im Arbeitsbereich abbauen, unter anderem auch durch gleiche Löhne. Und sie kämpft auf den Barrikaden. Eine tollwütige an der Spitze der Furien, kommentiert der Agent des Zaren. Nach der Blutwoche flüchtet sie über die Schweiz nach Russland, wird in Abwesenheit auch zur Deportation verurteilt. Sie folgt einem Abenteurer nach Sibirien und ihre Spuren verlieren sich. Die bretonische Buchbinderin Nathalie Lemel, Mutter von 3 Kindern, ist ebenfalls Mitglied der Internationalen Arbeiterassoziation und nimmt an gewerkschaftlichen Streiks unter anderem für Lohngleichheit teil. Mit dem Sozialisten Eugène Varlin gründet sie in Paris eine Konsumgenossenschaft für preiswertige Lebensmittel und eine Arbeiterrestaurantkette, der Kochtopf, mit, eine Art selbstverwaltete Volksküche, die billiges Essen für Arbeiter und Arbeiterinnen bereitstellt. Während der Kommune sind es Hunderte von Hungrigen, die sie mit ihrer Volksküche versorgt. Sie ist Mitgründerin und eine der Verantwortlichen der Frauenunion, aktiv in der Kommission zur Organisation der Arbeit. Sie kämpft auch auf den Barrikaden und wird vom Kriegsgericht zur Verbannung, unter anderem mit Louise Michel, nach Neukaledonien verurteilt. Nach der Amnestie 1879 kehrt sie nach Paris zurück, wo sie zunächst für die Zeitschrift der Opposition, L'Intransigeant, der Kompromisslose, arbeitet. Sie verlässt die Zeitschrift, als diese in der Dreyfus-Affäre eine antisemitische Position vertritt. Und sie stirbt, erblindet und im Elend. Unter den zahlreichen Polinnen, Paulina Mikarska, genannt Paul Mink, geboren 1839. Sie stammt aus dem Kleinadel. Sie ist Sprachlehrerin, Waschfrau, Näherin, auch Femme de Lettres und vor allem Journalistin, Redakteurin der Zeitschrift Die Fliegen und die Spinnen und eine begabte Rednerin. Zudem Mutter von 5 Kindern. Sie engagiert sich 1868 in der Internationalen Arbeiterassoziation und gründet eine feministische revolutionäre Genossenschaft in Paris, die Société Fraternelle de l'Ouvrière. Sie eröffnet eine Berufsschule für Mädchen in einer Kirche in Montmartre, ist aktiv in einem Wachsamkeitskomitee und betreut revolutionäre Clubs sowohl in Paris wie auch in der Provinz. Nach dem Ende der Kommune flüchtet Paul Mink in die Schweiz, kehrt 1880 nach Frankreich zurück. Und dort arbeitet sie für sozialistische und feministische Zeitschriften. Sie wird Freimaurerin und zuletzt Mitglied der Sozialistischen Arbeiterpartei BOF. André Leo. Der Name setzt sich aus den Vornamen ihrer Kinder zusammen. Sie heißt eigentlich Léodile Berra. Sie stammt aus dem Bildungsbürgertum, lebt eine Zeit lang mit ihrem Mann, einem fortschrittlichen Journalisten, im Schweizer Exil. Nach dessen Tod kehrt sie nach Paris zurück. Die brillante Journalistin und Mitarbeiterin der Zeitung Le Droit des Femmes, das Frauenrecht, schreibt Romane und Studien über Frauendiskriminierung, zum Beispiel in Die Frauen und die Sitten, Monarchie oder Freiheit, widerlegt sie den Theorien über die angebliche Minderwertigkeit der Frau. Sie engagiert sich unter anderem im Wachsamkeitskomitee von Montmartre und während der Kommune gründet sie zusammen mit der Russin Anna Jaclard die Zeitung La République des Travailleurs und sie schreibt auch in den Editorials von La Sociale. Sie ist auch Sekretärin der Gesellschaft zur Unterstützung der Kriegsopfer, organisiert den Arbeitseinsatz für mittellose Frauen sowie Mädchenschulen. Nach der Kommune konnte sie in die Schweiz fliehen und sie kehrte nach der Amnestie nach Paris zurück, wo sie für die sozialistische Presse schrieb. Die letzte, die ich vorstelle, ist Anna Jaclard, geboren Corvin Krufskaya,
in St. Petersburg 1844, Tochter eines Generals. Sie stammt aus einer adeligen Familie. Als Jugendliche schreibt sie Novellen für den Schriftsteller Dostojewski, lehnt aber seinen Heiratsantrag ab. Mit ihrer Schwester, der bekannten Mathematikerin Sofia Kowalewskaja, geht sie nach Paris. In den dortigen revolutionären Kreisen lernt sie auch ihren künftigen Mann Victor Jacquelart kennen, späterer Oberbefehlshaber der Nationalgarde und Mitglied des Rats der Kommune. Sie ist ab 1870 Mitglied der russischen Sektion der Internationalen Arbeiterassoziation. Und sie ist aktiv im Wachsamkeitskomitee und mit André Leo in der Kommission zur Organisation der Mädchenschulen. Ende 1871 zu Zwangsarbeit verurteilt, es gelingt Anna Jacquelart, mit ihrem zu Tode verurteilten Mann nach London zu fliehen. Sie leben in der Schweiz und in Russland, bis sie nach der Amnestie 1880 nach Paris zurückkehren. Über die Frauen der Kommune schreibt Louise Michel unter anderem in ihren Memoiren, Zitat: Hüte dich, alte Welt, vor dem Tag, da die Frauen sagen werden, es reicht. Die Frauen sind nicht feige. In ihnen hat sich die Kraft zusammengeballt, die sie nicht verbraucht. Hütet euch vor den Frauen, vor denen, die wie Paul Mink Europa durchkreuzen und das Banner der Freiheit schwenken, bis hin zu der friedlichsten Tochter Galliens. Hütet euch vor den Frauen, wenn sie sich erheben. An jenem Tag wird es zu Ende sein. Da beginnt die neue Welt. Die 72 Tage der Pariser Kommune veränderten die Welt nicht. Sie zeigten aber, dass der Kampf um eine sozialistische Gesellschaft und um Frauenrechte international ist und dass direkte Demokratie und Gleichstellung von Frauen wie Ausländerinnen möglich sind. Die Pariser Kommune wirkte auch nachhaltig auf revolutionäre Ereignisse der Geschichte und der Gegenwart, gerade auch in Sache Frauenrechte und Frauenkämpfe. Sie inspirierte die internationale Frauenbewegung. Die Räte der russischen Revolution 1917, der Novemberrevolution, der deutschen Novemberrevolution 1919, die Pariser Barrikaden, der französischen Resistance gegen Nazi-Besetzung und Faschismus 1944, die Selbstverwaltung der Region Chiapas in Mexiko und die internationalistische Kommune in Rojava im Nordosten Syriens. Es ging und geht um die Suche nach Alternativen zum kapitalistischen und patriarchalischen System. Es geht um die Utopie einer geschlechtergerechten Welt ohne Ausbeutung und Krieg. Dankeschön.